willkommen, liebe Gäste, zum neuen Angebot MS-Schwester im Gespräch und ein ganz herzliches Willkommen an meine heutigen Experten des Alltags, Annette und Sebastian und Astrid und Thomas. Beide Paare verbindet einiges, daher auch die Idee, ein gemeinsames Gespräch mit beiden zu führen. Zuerst möchte ich mich kurz selber vorstellen. Mein Name ist Mechthild C., ich bin MS-Krankenschwester und seit über 20 Jahren für die Amsel tätig, davon viele Jahre in der medizinischen und pflegerischen Beratung. Und ich veranstalte heute noch Seminare für betreuende und pflegende Angehörige und ihre schwer betroffenen Partner. Durch meine verschiedenen Tätigkeiten habe ich oft Einblick in die Lebenssituation von schwer Betroffenen und ihren Angehörigen. Und das hat einfach meine Empathie und Sensibilität für diese Personengruppe geschärft. Diese Menschen leben leider häufig isoliert und haben dadurch auch ganz wenig Unterstützung. Die seit einem Jahr bestehende Corona-Lage hat diese Situation natürlich noch deutlich verstärkt, wie ich aus vielen Rückmeldungen von Betroffenen erfahren habe. Und deshalb kam die Idee, nachdem ja bislang auch alle Präsenzseminare ausfallen mussten, ein Online-Angebot für diese Gruppe zu machen. Meine heutigen Gäste, Annette und Sebastian und Astrid und Thomas, haben Wege aus der Isolation gefunden und auch für sich Unterstützungsmöglichkeiten. Deshalb möchte ich mich heute mit Ihnen darüber unterhalten, wie Sie mit Ihrer MS-Erkrankung und dem Leben als pflegende und betreuende Angehörige umgehen. Zuerst möchte ich mich an Annette und Sebastian wenden und Sie bitten, sich kurz vorzustellen, seit wann Sie zusammen sind als Paar, seit wann die MS in Ihrem Leben ist und welche besondere Form der MS der Sebastian hat. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Hallo, wir sehen dich. Alles klappt. Prima. Also wir sind Annette und Sebastian. Ich bin 44 Jahre alt, Annette ist 43 Jahre alt. Wir sind seit 11 Jahren ein Paar und seit 10 Jahren verheiratet. Wir haben keine Kinder, aber wir haben einen Hund, unser Lucky, unser Labrador, der ist 8 Jahre alt. Mhm. Und ansonsten wohnen unsere Familien noch in der Nähe. Und bei mir wurde MS diagnostiziert vor 6 Jahren, und zwar die primär progrediente Verlaufsform, also habe ich PPMS. Ja, und früher, vor der Krankheit, da waren wir viel auf Reisen, sind gerne gereist. Wir hatten einen großen Freundeskreis und haben auch viel mit unseren Familien unternommen. Und in unserer Freizeit haben wir viel Musik und Sport gemacht. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ja. Ja. Annette? PPMS, wer das nicht weiß, also PPMS ist eine schwere Form der MS und gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen, fortschreitenden Verlauf. Das heißt, wir haben keine Schübe, bei uns werden alle Symptome einfach langsam und fortlaufend schlechter. Mhm. Und es gibt auch erst ein Medikament dafür seit kurzem. Und auch dieses Medikament ist nur für eine ausgewählte Gruppe von Betroffenen überhaupt wirksam. Mhm. Okay. Ja, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich bin die Annette, wie Sebastian gesagt hat, 43 Jahre alt. Ich arbeite als Vorstandsassistentin und habe große Freude in meinem Beruf, organisiere und strukturiere dort gerne, was ich dann auch in meinen Alltag einbringen kann. Meine große Leidenschaft ist auch die Musik. Ich spiele Kontrabass, habe in verschiedenen Orchestern Kontrabass gespielt und inzwischen gibt die MS den Takt an in unserem Leben, in unserem Alltag. Ja. Ja. Ich Dankeschön. Kann auch noch zu meinem Beruf sagen vielleicht. Ja. Also ich war im Projektmanagement berufstätig und bin seit 2 Jahren Vollzeit in Rente. Alles klar, danke schön. Astrid und Thomas, möchtet ihr weitermachen? Anfangen. Ja,
Ich, mein Name ist Thomas, das ist die Astrid. Wir sind seit 2009 zusammen und sind seit 2012 verheiratet. Ich habe auch die primärprogrediente MS, genauso wie der Sebastian, und habe meine Diagnose bekommen 2015. Und ich war bis vor 3 Jahren selbstständiger Industrie- und Werbefotograf. Okay. Genau, also er hat schon gesagt, ich bin die Astrid, 45 Jahre alt und wir sind eben seit 2009 glücklich liiert. Wir haben uns im Internet kennengelernt und es war Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Okay. Und das, denke ich, trägt uns auch bis heute durch alle Schwierigkeiten. Und ja, außer Ehefrau bin ich noch Vollzeit berufstätig als Projektmanagerin in der Automobilzuliefererindustrie. Und das ist, sagen wir mal, gleichermaßen spannend wie stressig. Und ja, aber dadurch, dass ich meinen Job liebe und ja, das sehr gerne mache, gibt mir das auch irgendwie Kraft. Und ja, durch diese zweifache Liebe, sagen wir mal, zu Thomas und zu meinem Job, das hilft mir einfach, diesen Alltag mit der Mehrfachbelastung durch Geld verdienen, Thomas im Alltag unterstützen und Haushalt, um das alles zu bewältigen, ja. Genau, den Haushalt, muss man sagen, liebe ich nicht von diesen drei Sachen. Deswegen ist es auch der Bereich, wo am ehesten mal ich ja, 5 Grade sein lasse und mal Sachen liegen bleiben einfach, um über die Runden zu kommen. Und ja, wir haben auch keine Kinder und auch Haustiere. Bei uns ein ganzer Stolz von Thomas, ein Meerwasseraquarium. Dankeschön. Ja, dann würde ich gerne nochmal Annette und Sebastian fragen, was hat sich denn verändert in eurem Leben durch die Erkrankung? Ist schon klar, dass sich viel verändert hat, aber du hast mal gesagt, nichts ist mehr planbar, die MS gibt den Ton an. Könnt ihr das etwas genauer erläutern, dass wir einfach uns was darunter vorstellen können? Also Sebastians Gesundheitszustand ist ja auf Tagesform abhängig mit der Fatigue. Das heißt, man muss Ruhezeiten einplanen, alles an Aktivität am besten in den Vormittag packen, Ruhepausen und dann gucken, wie man durch den restlichen Alltag kommt. Und ja, daher, also ohne Wochenplan, ohne Tagesplan geht bei uns nichts. Ja, wir müssen uns einfach abstimmen, damit wir gerade auch für mich, damit ich den Beruf und die Pflege vereinbaren kann, weil sonst schaffe ich es einfach schlechter oder gar nicht. Ja. Ja. Also jeder Tag ist eine Herausforderung. Also das hat sich schon geändert. Ich habe halt natürlich mittlerweile viele Therapien. Das muss alles organisiert werden. Auch die ganzen Pausenzeiten muss alles organisiert werden. Also das ist schon schwer. Mhm. Aber natürlich genießen wir auch die schönen Momente. Mhm. Wie viele Therapien hast du so während der Woche? Wie muss ich mir das vorstellen? Also viele. Ich habe Physiotherapie, ich habe Ergotherapie. Also täglich eigentlich. Ich habe täglich ja, irgendwas, also aktives und passive Sachen. Also da ist alles mit dabei, jeden Tag. Mhm. Danke. Dann würde ich gerne noch mal an Astrid und Thomas übergeben. Wie macht ihr das? Wie gestaltet ihr euren Alltag, dass Beruf und Pflege, sage ich mal, in Einklang kommen? Ja, bei mir ist es eigentlich genau andersrum wie beim Sebastian. Bei mir ist es mit der Fatigue auch sehr ausgeprägt. Und mir ist aber das Problem, dass das von Tag zu Tag variabel ist. Also ich kann gar keinen festen Plan machen, sondern ich muss jeden Morgen, wenn ich aufstehe, im Prinzip in mich hineinhören, was geht heute oder was geht heute nicht. Und das macht es natürlich umso schwieriger. Sowohl von den Therapien her, ja, weil das klappt mal besser, mal schlechter, ja. Und im Prinzip auch von den Möglichkeiten, die ich habe, sozusagen autonom noch irgendwas zu tun. Ja.
Vielleicht kurz zu dem Begriff Fatigue noch. Die meisten werden den Begriff kennen, die heute dabei sind, aber das ist einfach die abnorme Ermüdbarkeit, die sehr häufig mit der MS einhergeht, häufig sogar erstes Symptom der MS sein kann. Sorry, bitte Astrid, gerne ich weiter. Zum Thema Planen sagen, das ist so ein Punkt, wo wir uns auch öfters mal in die Haare kriegen, weil ich bin vom Job her so gewöhnt, alles zu planen, zu organisieren. Muss alles schnell gehen. Der Thomas sagt dann immer, ich rausche hier rein wie ein ICE. Und wir sind da von der Geschwindigkeit her halt vollkommen anders. Und wenn ich dann von der Arbeit komme, also im Moment vom Arbeitszimmer ins Wohnzimmer sozusagen, dann ist es nicht so ganz einfach, erstmal sich zu synchronisieren. Und ja, auch zum Thema Planen. Ich habe jetzt schon ein bisschen gelernt, mich darauf einzustellen. Ich plane schon viel weniger als früher. Früher wusste ich schon immer, was ich die nächsten 5 Wochen alles mache. Und jetzt ist es einfach so, dass ich sehr spontan und flexibel sein muss. Wenn wir spazieren gehen, dann sagt der Thomas einfach, jetzt gehen wir und dann müssen wir gehen. Sofort. Einfach, ja, genau. Und wenn irgendwas ist, 10 Minuten später kann es halt schon wieder zu spät sein, dann gehen wir halt nicht spazieren. Und ja, das ist schon auch... Ich muss den richtigen Moment einfach erwischen. Ja. Das ist schon auch weil das ist bei mir natürlich auch sehr ausgeprägt, dass ich so eine psychische Fatigue natürlich auch habe. Mhm. Also das gibt es ja auch, den Aspekt, ja. Und ja. Dann geht manchmal gar nichts mehr in 5 Minuten später. Mhm. Ja. Wir haben Teilnehmer in Seminaren häufig gesagt, fällt mir gerade wieder ein, ein Satz, habe ich meinen Teilnehmern gesagt, mein Vater hat immer gesagt, mach langsam, dass es schnell geht. Und die Erfahrung habe ich in der Arbeit mit MS-Betroffenen ganz häufig gemacht, dass es gar nichts bringt, wenn man jetzt hauruck irgendwas machen will, sondern dann schießt vielleicht die Spastik ein oder funktioniert dann gar nichts mehr. Also von daher gesehen ist es halt immer ein sich wieder drauf einstellen. Ne? Ja. Ja, synchronisieren ist auch wichtig. Synchronisieren, das ist ein guter Ausdruck, den merke ich mir. Das passt sehr gut. Ja. Ja, wie hat sich das denn so im Freundeskreis verändert? Astrid, ich weiß, dass du mal gesagt hast, als kämen wir von einem anderen Planeten. Ja, also so Freunde sind sehr wichtig für uns. Wir haben zum Glück auch einige gute Freunde und die bemühen sich auch, unsere Situation zu verstehen und es klappt jetzt auch besser die letzten Jahre. Aber natürlich ist es so, dass halt die Themen im Alltag oft andere sind. Also statt den nächsten Urlaub zu planen, tut man halt dann zum Beispiel einen Rollstuhl beantragen und sich damit beschäftigen oder einen Pflegegrad beantragen. Und es sind einfach so andere... Ja, genau. Dankeschön. Ja, Frau Erd blendet das ein. Und haben wir auch erfolgreich beantragt und ja, auch durchaus wie Urlaub, oder? Was meinst du? Ist auch ein Stück Lebensfreude, ne, für dich? Naja, mir hat der Rollstuhl sehr viel Lebensqualität zurückgebracht, weil ich natürlich so gut wie gar nicht mehr laufen kann und konnte damals schon. Und ein anderer Mitglied der Amsel zum Beispiel aus der Gruppe Heidelberg hier, der selber im Rollstuhl sitzt, hat zu mir gesagt, es ist gut, dass du einen Rollstuhl sozusagen frühzeitig angehst und nicht erst dann, wenn du gar keine andere Wahl mehr hast. Und da hat er, muss ich sagen, auch ganz recht, weil ein Rollstuhl bedeutet nicht, dass du per se einen Rollstuhl hast und alles ist prima, sondern du musst mit dem Hilfsmittel erstmal lernen, umzugehen. Und das hat jetzt bei mir durchaus so ein Jahr, anderthalb gedauert, bis ich mit einem manuellen Rollstuhl gut umgehen konnte. Ja. Wie man jetzt sieht, klappt es jetzt durchaus prima. Am Foto sieht man das ja. Aber es war durchaus auch ein längerer Weg dahin. Aber du tust ja auch was dafür, wenn ich das richtig weiß. Oder hast zumindest regelmäßig Trainings gemacht, ne? Ja, ich gehe bis vor Corona, muss man sagen,
bin ich jede Woche einmal zur Mobilitätsgruppe hier in die Manfred-Sauer-Stiftung gegangen. Die hat sich so auf die Flagge geschrieben, das Zusammenleben zwischen Rollstuhlfahrern und Fußgängern zu verbessern. Mhm. Das ist jetzt nicht explizit eine MS-Geschichte, sondern da treffen sich vor allem Rollstuhlfahrer. Und da wird einmal die Woche so ein freies Rolli-Training angeboten. Mhm. Und da habe ich ehrlich gesagt das Fahren wirklich gut gelernt. Und logischerweise machen wir da auch andere Sachen wie Rollstuhl-Rugby spielen, Tischtennis, Boccia und so weiter. Mhm. Auch schöne Sportarten. Man lernt vor allem viele Menschen jetzt mit dem Handicap Rollstuhl kennen, die natürlich auch einem da auch wieder viele Dinge vermitteln, die man erstmal nicht kannte als Nicht-Rollstuhlfahrer. Mhm. Ja. Vielen Dank. Dann gehen wir vielleicht zu Annette und Sebastian. Wie ist es denn bei euch so mit dem Freundeskreis? Wie hat sich das entwickelt oder wie geht ihr damit um? Ja, Freunde treffen, das wird natürlich weniger, das ist schon so. Also wir pflegen Kontakte vor allem auch über Telefon und auch über Video. Und wir freuen uns bei unseren Freunden, aber auch immer, wir treffen uns gerne mit denen, die natürlich auch ein bisschen empathisch sind und die Rücksicht nehmen auf unsere Situation. Und da ja für uns auch nichts mehr planbar ist, also ist es halt einfach auch schwierig. Wir kommen manchmal später und müssen manchmal früher gehen. Und wir freuen uns da natürlich einfach über das Verständnis von den Freunden, wenn die das so akzeptieren und da irgendwie nicht beleidigt sind oder sowas. Ja. Was meinst du? Ja, also uns kommt es schon entgegen, jetzt auch das Corona-bedingt immer mehr Video und Telefon nutzen, Zeit haben dafür auch. Und das Treffen ist einfach, wie wir gesagt haben, unser Tag ist so mit Therapien und Arztterminen voll, dass wir dann halt die Freizeitbeschäftigung nur ad hoc auch gestalten können. Und da ist einfach schwierig, sich zu verabreden, weil wir wissen nicht, sind wir dann nachher um 7, 8 abends fit oder ist da die Luft schon raus? Ja, und das Verständnis der anderen, das ist schon, das kann man nicht jedes Mal voraussetzen. Das ist schon schwierig. Ja, das ist richtig. So ähnlich eigentlich wie bei uns, würde ich sagen. Ja. Wir freuen uns immer, wenn wir was Schönes unternehmen, aber am besten klappt es halt auch spontan. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich die einfachere Geschichte, als so lange im Voraus zu planen, ne, für euch. Und schaut, wie fühlt man sich und was kann man dann einfach machen? Wir machen das genauso wie Astrid und Thomas. Wenn wir gut drauf sind, dann gehen wir einfach los und dann gehen wir raus und dann wollen wir was unternehmen. Aber für Gesunde ist es manchmal schwer verständlich, ne? Dass, dass man nach einer Stunde vielleicht schon müde ist und ein Treffen wieder abbrechen muss oder so. Das ist manchmal falsch interpretiert auch. Ja, das glaube ich. Das ist schon, genau. Ihr habt Astrid und Sebastian vorher darüber gesprochen, dass ihr auch einen Hund in der Familie habt. Was bedeutet denn das Tier für euch, für eure Beziehung und auch für den Sebastian? Also der Lucky ist unser treuer Begleiter, ja. Der unterstützt uns beide. Jeder hat da. Also der Lucky muss uns beiden gerecht werden. Ja. Mit mir geht er auf schöne Spaziergänge, wenn es zeitlich passt. Und ist mir da ein treuer Begleiter. Und dich. Ja, mit mir macht er auch gern Pause. So ein Hund, der kann ja auch gut Pausen machen, über den Tag verteilt. Also der legt sich immer gern mit dazu. Und wie man oben links im Bild sehen kann, gell? Genau. Ja. Lucky spricht. Ja, genau. Ja, und so ein Hund gibt einem natürlich auch viel zurück. Natürlich, mit so einem Hund kommt ja auch viel Verantwortung. Also es ist ja nach wie vor auch was uns beschäftigt, was auch mich beschäftigt. Und man muss sich ja auch drum kümmern. Ja? Also man ist ja durchaus auch noch, hat was zu tun mit dem Hund. Und wir haben dem Lucky noch ein paar Sachen beigebracht, damit er dir auch helfen kann. Also jetzt gerade auch zum Beispiel jetzt in der Corona-Situation haben wir auch viel mit ihm geübt. Also er kann mir jetzt Dinge
aufheben. Er ist natürlich kein ausgebildeter Hilfshund, aber so ein Labrador, der möchte ja immer gern gefallen. Und für ein Leckerli, da ist er sehr lernfreudig. Und er kann mir jetzt helfen, er kann mir die Socken ausziehen, er kann mein Handy wieder aufheben, er kann mir meinen Stock bringen. Und das sind Sachen, die machen uns dann natürlich auch Spaß. Kann ich gut verstehen. Meine Tochter hat auch einen Labrador und ich weiß, wie die sich immer freut, wenn sie was machen darf und ist dann ganz stolz. Das kann ich gut verstehen. Ja, wie sieht es bei euch aus, Astrid und Thomas? Was bringt euch quasi das Aquarium mit den Fischen? Ja, aufheben können die natürlich nichts, aber... Naja, sage ich mal, das Aquarium hat natürlich die Qualität, dass man sehr viel beobachten kann. Ja, ich meine, da sind Garnelen, Einsiedler, Krebse, Korallen, Fische drin. Mhm. Und das ist wie so ein kleiner Kosmos, ja, in dem man einfach, es gibt immer was zu sehen. Und das bedeutet natürlich, dass man auch ein bisschen am Leben partizipieren kann, wenn das jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber man ist nicht so ganz für sich letztendlich, ja. Man hat immer was zu gucken letztendlich. Und gerade wenn man, sage ich mal, sehr immobil ist, ja, ist es natürlich was einem schon ein bisschen Trost spendet, ja. Wenn es mal einem nicht ganz so gut geht, ja. Ja, und vom Sofa aus geht es auch. Zumindest das Beobachten. Ja, das meine ich mit immobil, ja, genau. Ja, weil mir logischerweise, der Sebastian kennt das ja auch und alle anderen MS-Betroffenen wahrscheinlich auch. Mit fortschreitender Krankheit ist man natürlich auch körperlich nicht mehr so mobil, wie man das vielleicht mal war. Ja. Ja. Die Fische haben den Vorteil, dass sie nicht Gassi gehen wollen. Ne? Die sind ja, zufrieden. Und sie laufen nicht weg, ja. Ja, es sind schön Wetter. Ja, man muss nicht bei Regen rausgehen. Ganz Jahreshaustiere sozusagen. Ja, genau. Ich wollte ganz gern noch mal auf eure Hobbys zu sprechen kommen. Ihr habt vorher schon bei der Vorstellung kurz darüber gesprochen, dass ihr verschiedene Hobbys hattet oder habt. Astrid und Thomas, vielleicht wollt ihr einfach mal anfangen? Du kannst gerne. Naja, ich meine, ich habe ja die MS daran festgestellt, dass ich während meines Berufs letztendlich irgendwann mich gewundert habe, dass ich meine Kameras nicht mehr auslösen konnte, weil ich den Auslöser nicht mehr gespürt habe. Und daran habe ich eigentlich festgestellt, ich habe erst gedacht, das ist irgendwie ein eingeklemmter Nerv oder was, dass ich eine Gefühllosigkeit in den Fingerspitzen entwickelt habe. Und bis dahin war es so, dass ich natürlich mein Hobby zum Beruf gemacht hatte, indem ich Industrie- und Werbefotograf geworden bin. Dann ging das aber nimmer mit dem Auslösen und ich habe dann irgendwann angefangen, im Prinzip umzusatteln und habe jetzt versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, indem ich sozusagen Ergotherapie für Arme betrieben habe und jetzt plötzlich angefangen habe, ein bisschen mit Urban Sketching, also Zeichnen zu probieren. Ja. Und das ist sowohl eine ergotherapeutische Herausforderung wie auch eine ganz neue Erfahrung. Ja. Da ist der Rollstuhl durchaus sehr hilfreich, weil man hat seinen Stuhl immer dabei. Ja. Ja. Sozusagen muss man aus der Not einfach eine Tugend machen. Mhm. Und so gesehen haben sich natürlich auch Hobbys und private oder Freizeitaktivitäten ganz stark verändert durch die Krankheit, muss man einfach sagen. Ja. Ja, die Astrid hat auch ein Hobby entwickelt, oder? Entschuldigung. Nichts passiert. Anscheinend gibt es die Sonne irgendwie. Ja, ironischerweise bin ich jetzt diejenige, die fotografiert. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, für Thomas auch nicht immer ganz einfach, weil es ihm auch ein bisschen wehtut, dass er, glaube ich, nicht mehr fotografiert.
Und ja, ich mache das jetzt auch nicht professionell, sondern einfach mit dem Smartphone, wenn ich unterwegs bin, alleine spazieren oder mit Thomas spazieren, dann halte ich einfach meine Impressionen fest. Und ja, irgendwie dadurch merke ich, wie viel Schönheit es immer in der Umgebung gibt, selbst da, wo man es nicht vermutet, wie bei irgendwelchen alten Ruinen. Und ja, wenn ich dann später die Fotos angucke, und wahrscheinlich nerve ich auch viele Freunde, weil ich es denen dann immer schicke, aber das macht mir irgendwie total viel Spaß und macht mich glücklich. Einfach so die Impressionen festhalten und ja, ich muss sagen, das mit dem Smartphone und der Digitalfotografie ist auch eigentlich das Ideale, wenn man gar keine Zeit hat. Also statt wie ein richtiger Fotograf sich lange mit einem Motiv auseinanderzusetzen, macht man einfach klick, 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 und dafür hat man die Zeit, auch wenn man keine Zeit hat eben. Okay. Und das gibt dir Ausgleich auch zu deinem anstrengenden Alltag. Ja, das macht mich einfach glücklich, ja. Schön, das freut mich sehr. Ja, Astrid und Sebastian, Annette und Sebastian, jetzt komme ich schon durcheinander mit den Namen, ist auch so ähnlich, ne? Bei euch stehen auch Hobbys, du hast vorher schon Sebastian. Ich kann mal anfangen. Bei mir war ja auch die Musik meine große Leidenschaft. Ich habe Schlagzeug gespielt in verschiedenen Bands. Schlagzeug, das habe ich dann aber motorisch irgendwann auch nicht mehr hinbekommen. Aber ich kann Gitarre spielen, und dann habe ich noch Bass gespielt. Und ja, irgendwann ging aber auch das nicht mehr so gut. Aber ich habe mir auch irgendwann gesagt, man darf sich nicht unterkriegen lassen. Und man darf dem nicht hinterherheulen, was man nicht mehr kann. Und mittlerweile mache ich das so, ich produziere jetzt Musik am Computer, am Rechner. Ich komponiere da und da freuen wir uns jetzt auch dran. Also für mich ist das immer noch was Kreatives, wo ich mich ausleben kann. Und singen tue ich ja auch noch, das kann ich auch noch. Und da freuen wir uns dann auch weiterhin einfach dran, dass nach wie vor immer noch, es gibt immer noch ein bisschen Lärm in der Bude. Ja. Bei uns hat man auch gesagt, ohne Musik koche ich nicht. Ja, Sebastian musste dann immer irgendwie singen oder Gitarre spielen. Inzwischen klappt es auch so ganz gut mit dem Kochen, aber es hat mich schon ja, ich habe in verschiedenen Orchestern Kontrabass gespielt, habe ja unser lokales Kammerorchester ja auch organisatorisch geleitet und habe viel Musik gemacht. Also ich die klassische Musik. Sebastian war so der Rockstar in unserer Familie. Das hat sich aber trotzdem gut gefügt und ist gut zu kombinieren. Und jetzt spiele ich nur noch einmal im Jahr, und zwar beim Neuro-Orchester. Habe ich dich auch gehört, genau, beim letzten Konzert. Mhm. Ja, letztes Jahr aufgrund von Corona hat es digital stattgefunden in Berlin im kleinen Kreis. Da war ich nicht dabei, aber davor war es in Stuttgart, und da davor habe ich auch in Berlin im großen Konzerthaus mitspielen dürfen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Sehr schön. Ich würde gerne noch wissen, wie sich denn euer Alltag so durch Corona verändert hat. Das hat ja sicher bei euch auch Einschnitte gegeben. Wollt ihr gleich weitermachen, Annette und Sebastian? Ja, können wir gern machen. Also wir sind ja bereits gewohnt, uns immer an neue Situationen anzupassen aufgrund der fortschreitenden Krankheit. Daher fiel es uns jetzt auch nicht so schwer, uns auf die Corona-Situation einzustellen. Seit einem guten Jahr bin ich jetzt zu Hause im Homeoffice, und ich muss sagen, davon profitieren wir ja auch zusammen. Und der Sebastian ist ja auch zu Hause, da er in Rente ist. Die ersten 2 Monate war es schon, also letztes Jahr im März, da war es dann schon ein bisschen anstrengend. Da haben wir dann natürlich auch mit den Therapien ausgesetzt. Ja, das war natürlich hart, aber wir haben dann einfach die Therapien versucht, so gut es geht, selber zu machen. Also Annette war dann sozusagen meine Therapeutin. Ah ja,
Okay. Ich habe ihr dann halt alles immer so gezeigt, was die Ergotherapeutin mit mir gemacht hat. Und sie hat mich dann ja auch immer wieder motiviert. Und mittlerweile können wir das auch zusammen ganz gut machen. Aber wir haben dann nach und nach natürlich die Therapien wieder dann aufgenommen. Ja? Also die Therapeuten kommen ja zu uns nach Hause. Und wir haben einfach ein sehr, sage ich mal, strenges Hygienekonzept aufgestellt. Das heißt, wir arbeiten viel mit natürlich Händedesinfektion, Flächendesinfektion. Unsere Therapeuten tragen alle FFP2-Masken und wir auch. Und Gesichtsvisier. Und was halt am wichtigsten ist, wir lüften halt. Ja. Und Therapeuten sind eigentlich auch die einzigen außer uns, die in die Wohnung rein dürfen. Ah ja, okay. Mhm. Also wir empfangen jetzt seit einem Jahr eigentlich niemand zu Hause, treffen uns mit niemand in geschlossenen Räumen. Und wir profitieren auch davon, dass die Restaurants liefern. Das genießen wir dann, wenn wir uns mal zusammen auf den Balkon setzen und dann mal ein leckeres Essen haben. Mhm. Ja, okay. Nicht nur vom Pizzaservice. Ja, genau. Wie ist bei euch, Astrid und Thomas? Also einiges ist ähnlich, aber ja, möchtest du vielleicht sagen, mit den Therapien zum Beispiel? Ich habe eigentlich für mich beschlossen, die Therapien vor Ort auszusetzen, weil die Maßnahmen nicht ganz so rund liefen, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und wir tun im Prinzip eigentlich jetzt auch Isolation halten, seitdem die Inzidenzen wieder höher geworden sind. Also im letzten Sommer ging das einigermaßen, da sind wir ein bisschen mal hier in den Schwetzinger Schlossgarten oder so bin ich gegangen und habe auch die Therapien vor Ort wahrgenommen. Aber seit dem Anfang Herbst sowas habe ich das jetzt wieder ganz ausgesetzt. Ja. Und was natürlich sehr schade ist, dass solche Sachen wie zum Beispiel das Rolli-Training oder sowas, die ja auch einen gewissen sozialen Aspekt hatten, dass das natürlich alles nicht mehr stattfindet. Ja. Und Freunde treffen und so weiter. Ja. Das ist natürlich sehr schade, muss ich sagen. Ja. Und ich verfolge natürlich in den Medien die Entwicklung doch sehr genau, weil Zeit hat man logischerweise ja genug, ja, wenn man nicht mehr arbeitet. Ja, ich glaube, du leidest mehr drunter, unter der Corona-Situation als ich. Bei mir ist es natürlich so, ich bin auch im Homeoffice seit einem Jahr, aber ich bin eigentlich fast den ganzen Tag am Telefonieren mit Kollegen oder in Videokonferenzen und dadurch fühle ich mich natürlich nicht isoliert dann. Ja. Und auch so, also WhatsApp schreiben, telefonieren, das ist auch mein Ding, das mache ich total gerne. Thomas mag lieber wirklich so sich physisch treffen und gegenüber sitzen, das finde ich auch sehr gut, aber für mich ist das durchaus auch sehr gut und wertvoll, schriftlich einfach jetzt Kontakt zu halten mit Freunden. Das gibt mir auch, also ist für mich leichter, glaube ich. Jetzt, ja, ich bin mehr der analoge Mensch, wie man jetzt so schön sagt. Ja. Ja, genau. Und trotzdem heute digital. Astrid, vielleicht magst du kurz deinen Rollladen ein bisschen schließen, weil du hast... Geht leider nicht. Geht leider nicht, okay. Dann. Ich schließe leider nicht. Kann höchstens, Nee, du hast nämlich die Streifen gerade im Gesicht. Dann leben wir damit, das ist auch okay. Eine Lichtgestalt. Eine Lichtgestalt, genau. Ist auch nicht schlecht. Ja. Vielen Dank. Mich würde noch interessieren, wie ihr so euren Alltag schafft. Das ist doch sicher oft auch schwer. Und welche Unterstützungsmöglichkeiten ihr denn so in Anspruch nehmt. Vielleicht machst du gerade weiter, Astrid. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, also eine wichtige Sache, seit anderthalb Jahren haben wir das jetzt eingeführt, dass wir einen Lieferservice vom Supermarkt nutzen. Und es mag jetzt banal klingen, aber das ist schon eine erhebliche Zeitersparnis einfach. Also ich war jetzt anderthalb Jahre nicht einkaufen, also schon vor Corona nicht mehr. Und ja, das ist
eine große Erleichterung. Und seit April letztes Jahr haben wir auch endlich eine Haushaltshilfe gefunden über die Pflegeversicherung. Da mussten wir bei 30 Firmen erstmal anrufen und dann 9 Monate auf der Warteliste warten. Das war sehr mühsam. Aber jetzt April letztes Jahr hat es endlich geklappt und das ist auch nochmal eine Erleichterung, also mal was putzen oder vor allem so die ganzen Ärzte abklappern, Rezepte einsammeln und in die Apotheke gehen. Das ist schon was, was mich vorher auch einfach genervt hatte. Ja, weil die auch Öffnungszeiten haben, wo ich eigentlich meistens arbeite. Und ja, ansonsten habe ich vorhin schon angedeutet, dass wir halt auch einfach mal Sachen liegen lassen. Also ich glaube, ordentlich wäre es zwar schöner, ordentlicher, aber es geht einfach nicht anders, als dass man auch mal immer mal wieder irgendwas liegen lässt und nicht vom Boden essen kann. Und ja. Muss man ja auch nicht. Sagen Notwehr ab und zu, dass einfach was liegen bleibt und ignoriert wird. Ohne das geht es gar nicht. Ja. Wie sieht es bei euch aus, Annette und Sebastian? Also in der Tat empfinde ich es als große Herausforderung, jeden Tag zu meistern. Und wir nehmen auch so viel Unterstützung wie nur möglich in Anspruch. Ja. Mhm. So wie die Astrid sagte und darüber hinaus natürlich die Unterstützung der Familie, die zum Glück nicht weit wohnt und so weit fit ist. Und sogar der Lucky hat Unterstützung. Ja. Also der hat einen Gassi-Service. Und Betreuung, weil das schafft man einfach nicht noch zusätzlich neben Job und Unterstützung zu Hause, dann den Hund noch ausreichend zu spazieren. Daher freuen wir uns, dass wir auch da Unterstützung haben. Ja, mich würde vor allen Dingen auch noch interessieren, ihr seid ja jetzt schon über Jahre als MS-Erkrankte und unterstützende Partner zusammen und jetzt noch verschärft durch die Corona-Situation. Gibt es denn trotzdem was, was ihr als Fazit als positiv daraus zieht und was ihr auch nach Corona vielleicht weiter so handhaben möchtet oder weitermachen möchtet? Genau. Also auf jeden Fall, das Homeoffice kommt uns sehr entgegen. Ja, jetzt bin ich ja Vollzeit im Homeoffice. Kann gut Pflege und Beruf vereinbaren. Nach Corona hoffe ich, dass sich da auch was tut bei den Unternehmen, dass da natürlich nicht Vollzeit im Homeoffice, aber dass sich da immer mehr tut, dass man doch davon profitieren kann und einfach an dieser Homeoffice-Option weiterhin ausgewählt festhält. Die Lieferservice werden wir auch weiterhin in Anspruch nehmen, auch nach Corona. Das ist einfach eine Riesenentlastung, ja. Wege, die man sich da spart. Und auch die Kommunikation, der Austausch. Also der wird für uns physisch immer schwieriger. Und die Bereitschaft der anderen, die gerade da ist, über Video und Telefon sich auszutauschen. Also da würde ich gern auch weiter dran festhalten. Ja, man hat einfach durch diese Medien, an die sich jetzt ja eigentlich alle gewöhnt haben, auch im privaten Bereich, jetzt aber auch wieder mehr Teilhabe natürlich über Webinare und Sachen, ja, also man kann einfach wieder mehr machen. Und wir haben uns ja auch angewöhnt, uns mit Freunden jetzt bei uns vorm Haus zu treffen, da ja es gibt keine Möglichkeit, man kann ja in keine Kneipe, in kein Kaffee. Also treffen wir uns jetzt mit Freunden zum Beispiel bei uns auf der Bank vorm Haus. Und das kommt eigentlich uns sehr entgegen, weil dann müssen wir uns auch keine Situationen einlassen, wie laut ist es dort, wo sind die Energieräuber, kann man da gut sitzen, sondern wir haben dann alles hier direkt auf dem Haus. Unsere Freunde kommen hier vorbei. Und ich kann jederzeit hier auf die Toilette gehen. Und es ist einfach alles für uns besser zu managen, als wenn wir jetzt irgendwo hin müssen. Wie sieht es bei euch aus, Astrid und Thomas? Naja, ich empfinde es eigentlich sehr positiv, dass die Astrid jetzt den ganzen Tag hier ist. Weil oftmals ist es nur eine Kleinigkeit, die man vielleicht mal als Unterstützung bräuchte.
Und dann kann sie dann ihre Arbeit, wenn es möglich ist, mal ganz kurz unterbrechen. Das sind ja oftmals bloß Minutenaktionen und kann einem helfen, mal was an- oder auszuziehen oder mal ein Pflaster zu wechseln, wo man nicht hinkommt und so weiter. Ja. Das empfinde ich als sehr positiv, ja. Und die andere Sache, wie der Sebastian und die Annette ja auch schon gesagt haben, die Nutzung neuer Medien wird natürlich immer stärker in den Vordergrund, kommt immer mehr in den Vordergrund. Und das ist natürlich auch gerade für jemanden, der da eingeschränkt ist, ja, körperlich, ist es natürlich sehr hilfreich, ja. Wie der Sebastian schon sagte, ja, man, und vor allem man kann über große Distanzen Dinge wahrnehmen, wie zum Beispiel Webinare oder so Sachen, wo man nie hinfahren würde zu einem Vortrag, aber hier mal einen Computer vor sich stellen und dran teilnehmen, ist natürlich eine tolle Sache, ja. Ja. Und möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich wollte Annette beipflichten, das mit dem Homeoffice. Ich war früher komischerweise dagegen, aber seit Corona merke ich, dass es eigentlich, das Arbeiten funktioniert einwandfrei, dank Internet und ja, es erleichtert den Alltag einfach. Ich hoffe auch, dass ich nach Corona auch dann einen Teil Homeoffice weitermachen kann. Ja. Ja, zum Thema digital möchte ich gleich überleiten zu Angehörigengruppen. Die Annette hat eine digitale Angehörigengruppe im Rahmen der AMSL gegründet für Angehörige. Annette, erzähl doch einfach mal, wie es dazu kam, was deine Motivation war, wie du dazu gekommen bist, so eine Gruppe zu eröffnen. Also wir sind schon gleich am Anfang der Diagnose von Sebastians Krankheit auf die AMSL gestoßen, als wir noch im Krankenhaus waren. Und die AMSL war uns wirklich eine sehr große Unterstützung, vor allem zu Beginn bei der Krankheit. Wir haben viele Seminare besucht, Fachvorträge gehört, haben Angebote vor Ort in Anspruch genommen, also Beratungsangebote oder Wochenendseminare. Wir kamen auf die Kontaktgruppe hier bei uns im Ort, haben uns auch persönlich ausgetauscht. Also so kam ich einfach, haben wir sehr viel Unterstützung erfahren durch die AMSL und haben auch uns ein großes Wissen, relativ großes Wissen angeeignet und wurden dann von der AMSL gefragt oder ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diese Facebook-Gruppe von Angehörigen von MS-Betroffenen zu moderieren. Und da habe ich spontan dann auch Ja gesagt, denn ich möchte einfach auch gern was zurückgeben an Unterstützung, was wir erfahren haben. Und die Gruppe ist einfach sehr wertvoll, auch für mich persönlich. Was sind denn da so die Top-Themen? Um was geht es da so? Die Themen, die wir auch schon angesprochen haben hier, die Top-Themen sind eigentlich Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, die eigene Erschöpfung, ja. Wie kann ich dem Angehörigen gerecht werden, ihn pflegen, ihn betreuen und selber nicht zu kurz kommen? Wie kann ich meine Gesundheit erhalten? Wie komme ich selber nicht unter die Räder? Andere Themen sind auch das Beantragen von Hilfsmitteln, zum Beispiel von Reha, Rente, Pflegegrad, also die ganzen Kämpfe, die wir alle kennen mit den Kostenträgern. Die sind auch immer eine große Herausforderung neben der Krankheit für uns Angehörige. Ja. Und ganz wichtig ist natürlich auch einfach der Austausch unter Gleichbetroffenen. Man kann Kommentare drunter setzen, man kann sich mit persönlichen Nachrichten austauschen. Das geht hin bis zu Telefonaten oder auch persönlichen Treffen über die Gruppe hinaus. Wie viele Teilnehmer habt ihr jetzt? Ja, die Gruppe ist jetzt gewachsen in 3,5 Jahren auf über 900 Mitglieder. Toll. Ganz Deutschland, aber wir haben auch Mitglieder aus der Schweiz und aus Österreich dabei. Super, das ist natürlich klasse. Ja.
Eine tolle Reichweite. Ja, Astrid, du hast auch eine Gruppe gegründet, allerdings keine digitale, sondern eine örtliche Angehörigengruppe. Magst du auch mal erzählen, wie deine Motivation war, wie du dazu kamst? Ja, bei uns war das, glaube ich, erstmal ganz anders als bei Annette und Sebastian nach der Diagnose. Da wurde gesagt, PPMS gibt keine Medikamente, und dann haben wir gedacht, okay, dann kann man eh nichts machen, und sind erstmal so 2-3 Jahre in eine Schockstarre verfallen, glaube ich, und haben eigentlich uns nicht groß informiert und nichts unternommen. Und dann bin ich zufällig auf den Artikel über Annette und Sebastian in der Together gestoßen, 2018, und habe diesen Bericht gelesen und habe dann gedacht, so wow, ich bin gar nicht alleine, oder wir sind gar nicht alleine, weil es halt recht viele Gemeinsamkeiten gab zwischen uns. Das war ein unheimlich befreiendes Erlebnis. Das war so ein richtiges Schlüsselerlebnis für mich. Okay, super. Ja, also, ja doch. Und dann habe ich mich eben auch in der Facebook-Gruppe angemeldet und habe dann festgestellt, dass es mir psychisch plötzlich viel besser geht als vorher. Und dann hat sich durch Zufall in einem Gespräch mit der Frau Karl von der Amsel Nordbaden. Hat sie dann spontan zu mir gesagt, wollen Sie nicht eine Gruppe vor Ort gründen? Und dann habe ich spontan ja gesagt. Und dann, dann war es eben passiert. Und dann habe ich auch von der Amsel, also sowohl von der Frau Karl als auch von der Frau Kress aus Stuttgart, da sehr viel tatkräftige Unterstützung bekommen, also Beratung, Werbung über die Amsel-Webseite und über die anderen Kontaktgruppenleiter. Genau, Antrag für bei der AOK, das für Flyer-Druckkosten. Also da gab es sehr viel Unterstützung, und jetzt besteht die Gruppe im März seit 2 Jahren bereits und auf 8 Mitglieder angewachsen. Das sind natürlich ganz andere Zahlen, aber ist ja auch vor Ort. Also ich bin sehr glücklich, dass viele geworden sind. Und seit, es war ja örtlich geplant, aber seit Corona eben treffen wir uns jetzt auch online jeden Monat. Ja, schön. Das heißt, es geht also weiter. Ja, ohne Unterbrechung, genau. Ja. Geht weiter. Ja, und sind da auch solche Themen wie Beantragung und Unterstützung? Ja, also im Prinzip sind es genau die gleichen Themen wie in der Facebook-Gruppe. Aber ein Unterschied ist natürlich, dass man sich eben dann persönlich wirklich kennenlernt und auch einfach mal über Gott und die Welt redet, also über Themen, die jetzt gar nichts mit MS und MS-Alltag zu tun haben. Okay. Und in der Facebook-Gruppe, da würde man ja nicht einfach irgendein Thema posten, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Okay. Und persönlich kann man ja über alles Mögliche reden. Uns ist aber dann trotzdem, selbst bei banalen Themen, empfinde ich da so ein Grundsatzverständnis für die Situation des anderen, die es halt nur unter Gleichbetroffenen eigentlich gibt, einfach. Ja. Schön. Ja, ich würde gerne noch von euch wissen, was gibt euch denn eigentlich die Kraft, weiterzumachen, am Ball zu bleiben? Wie kriegt ihr das hin? Willst du gleich weitermachen, Astrid? Ja, kann ich machen. Also zuallererst, was mir Kraft gibt, ist halt unsere Beziehung, also wir haben eine sehr gute Beziehung und können sehr gut miteinander reden. Und der Thomas schafft es immer wieder, mich zum Lachen zu bringen. Das ist einfach toll. Also Humor. Ja. Ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Partnerschaft. Genau, das ist sehr viel wert. Und auch mein Beruf ist ein gewisser Ausgleich. Trotz allem Stress ist halt einfach ganz anderes Thema, und ich habe sehr viele nette Kollegen, Gott sei Dank, das macht das Arbeiten sehr angenehm, und überhaupt Freunde, Familie, also ja, ich bin die ganze Zeit, der Thomas beschwert sich manchmal auch am WhatsApp-Schreiben, aber das macht mich halt auch einfach glücklich, wenn ich zwischendurch Nachrichten von lieben Menschen kriege oder welche verschicke, und es geht zeitlich dann immer mal 2-3 Minuten irgendwas zu schreiben oder zu lesen. Und
Ja, oder so ganz einfach auf dem Ergometer 30 Minuten radeln und eine Quiz-Sendung schauen, dann fühle ich mich wie neugeboren hinterher. Schön. Ja. Möchtest du was ergänzen, Thomas? Ja, was ich ergänzen will, klar, ich meine, die Astrid ist für mich im Prinzip das größte Highlight bei der ganzen Situation. Schön. Und das Wichtigste, denke ich, ist einfach Kommunikation. Ja. Man muss eigentlich über alles reden und das hilft einem natürlich ungemein weiter vorwärts zu kommen, einfach. Weil viele Dinge entstehen durch Missverständnisse, gerade bei der MS. Das ist also, selbst unter Partnern gibt es diese Missverständnisse. Und die Annette und der Sebastian werden mir dabei pflichten. Es ist erstmal ein Weg dahin. Und der hört nie auf. Ja. Astrid und Annette und Sebastian? Also ich kann nur ergänzen, was die Astrid und Thomas gesagt haben. Und vielleicht noch weiter. Einfach, dass man immer dran arbeiten muss. Die Situation verändert sich. Ja, man muss einfach immer die neuen Gegebenheiten, neuen Einschränkungen annehmen und das Beste draus machen. Sich ständig anpassen, sei es vom Hobby, sei es vom Umfeld her. Und natürlich ist der Lucky schon auch ein Motivator. Ja, der muss raus, egal wie das Wetter ist, egal wie die Befindlichkeit ist. Das gibt einem schon nochmal einen Push, dass man da rausgeht, und natürlich ist er auch ein Seelentröster einfach. Ja, ja, das auch, ja. Also am Wochenende gehen wir ja auch immer gern selber mit ihm, auch ohne Gassi-Service, also wir gehen auch schon selber mit dem Lucky raus. Das sind natürlich auch sehr schöne Erlebnisse, das gibt auch Kraft einfach mal, ne, in der Natur sich aufzuhalten. Die Familien unterstützen uns natürlich auch, und also man, wie gesagt, man muss sich halt auch immer, jeder muss für sich selber natürlich immer einen Weg finden, was er macht. Ich werde halt auch noch gern gebraucht. Also ich mache zum Beispiel jetzt auch ein Ehrenamt bei uns bei der, im Rathaus. Momentan geht es ja auch ganz gut, dann auch per Video. Ich bin da in einer Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Da kann ich mich gut einbringen, weil ich damit beruflich auch viel zu tun hatte. Und letztendlich Kraft, ja, der Austausch auch mit betroffenen Angehörigen und letztendlich halt auch die Hoffnung vielleicht, dass mal der Verlauf vielleicht langsamer wird der Krankheit, oder auch, dass mal ein neues Medikament rauskommt. Das ist natürlich auch noch wichtig. Ja. Das glaube ich, dass da immer die Hoffnung natürlich noch besteht, dass sich die Situation doch auch wieder verbessern könnte. Stabilisieren wäre ja auch schon zufrieden, gell? Ja, das glaube ich. Vielleicht noch einen Satz zum Abschluss, den ihr den Teilnehmern mitgeben möchtet. Also, was wir schon beide gesagt haben, das miteinander reden, kommunizieren, ganz, ganz wichtig, Austausch mit anderen Betroffenen und Angehörigen. Man kriegt doch immer wieder neue Impulse, auch wenn die Krankheit oder die Situation nicht 1:1 übertragbar ist, aber man findet doch vielleicht Ansätze, wie man für sich selber Lösungen finden kann. Ja. Und was ich bei Sebastian auch merke, einfach Hilfsmittel annehmen. Ja. Sich nicht dagegen wehren, sondern Hilfsmittel annehmen, die macht, geben einem wieder Mobilität, Selbstständigkeit, und ist auch zu zweit dann wieder schöner. Ja. Ja. Sebastian? Genau. Nee, also wie gesagt, das ist auch wirklich wichtig, zur rechten Zeit natürlich die richtigen Hilfsmittel, ja, und da darf man auch wirklich nicht davor scheuen. Die bringen einem echt mehr, also die nehmen einem ja nichts, ja, die entmündigen einen nicht, sondern die machen einen mobil und die ermöglichen einem letztendlich wieder viel Teilhabe am Leben und am sozialen Umfeld. Also das finde ich ein wichtiger Teil. Sehr schön. Naja, und aus der Not einfach einen Tugend machen. Ja. Es heißt was? Es zeigt sich hervorragend im Rollstuhl. Ja. Bitte? Es zeichnet sich hervorragend im Rollstuhl. Das ist aus der Not eine Tugend machen. Ja, sehr schön, genau. Astrid? Ja, ich,
ich finde es hilfreich, offen mit der Situation umzugehen. Also sich nicht zu schämen und zu verstecken, sondern ja, auch anderen das offen mitzuteilen, was los ist. Und auch einfach unermüdlich Leuten, die sich nicht auskennen, einfach immer wieder versuchen zu erklären, wie das ist. Also es ist ja meistens keine Böswilligkeit, wenn da Verständnis fehlt, sondern weil es einfach nicht, wenn man es aus eigener Erfahrung nicht kennt, ist es einfach schwer vorstellbar. Deswegen einfach nicht aufgeben, drüber reden. Ja, sehr schön. Ich möchte auch noch einen Appell an die Teilnehmer richten. Holen Sie sich Unterstützung, nehmen Sie Hilfe an und vor allen Dingen für die Angehörigen auch, nehmen Sie sich Auszeiten. Das ist mir was ganz Wichtiges, weil ich glaube, dass das unbedingt notwendig ist, dass die unterstützenden Angehörigen gesund bleiben. Und das bleiben sie nur, wenn sie auch was für sich selber tun.